Jo, da wären wir wieder. Also, Solarzellen, ganz viele. Akkumulatoren noch viel mehr. Denn wenn ich den Kommentaren trauen darf, halten unsere Akkus jetzt gerade mal 25 Sekunden. Und das ist ja doch nicht so viel, Dann sollten wir. Ich hatte zwei Stellen, wo Steine abgebaut werden, beziehungsweise Steine zu. Genau, hier wurden Steine abgebaut und geschmolzen und da eingelagert, aber da ist nichts mehr. Du, brenn die mal. Das war das eine Ding. Wir hatten irgendwo noch ein zweites, weil ich brauche Mauern. Ich brauche ganz viele Mauern. Da war Kohle. Da ist Stein, aber da macht niemand irgendwas. Da steht ein Buggy an einem kaputten Baum. Hier sind komische alte Schmelzöfen. Hier ist eine Kiste mit Mauern. 60 Stück. Nicht so viel, aber schon mal anfangen. Genau, Lasertürme. Was brauchen wir dafür? Chips. Wer hätte es gedacht? Chips und Batterien. Ja, okay. So, wir sehen schon mal den Ansatz einer Wand hier im Osten. Die alten Wände lassen wir erstmal stehen, weil sie bieten ja Schutz. Und dicht. Vor allem bieten sie Ablenkung, was uns dann Zeit gibt, was dann auch passt. Baum weg. Also, Mauern, wichtig. Dann wollte ich mich oben um das Öl kümmern. Ich wollte die Roboports weiter ausbauen, denn wie sich herausgestellt hat, arbeiten die auch nur in dem Gebiet, was orange ist. Also, ne? Nach und nach, die Roboter werden immer döver. Also immer nerviger. Das hätte ich nämlich im Layout mit rein berechnen müssen. Das heißt, ich müsste jetzt hier, da ist ein Roboport. Ich müsste hier noch ein Roboport hinbauen, da noch ein Roboport, da noch ein Roboport. Hier sind dann überall Roboports. Ich weiß nicht so ganz, ob ich das machen will. Müssen wir mal schauen. Erstmal klaue ich mir hier ein paar Chips. Dann brauchen wir Stahl. Was macht die Forschung? Ich sehe keine blauen Tränke. Was fehlt dir? Dir fehlt Stahl, dir fehlen rote Chips. Rote Chips hatte ich gerade abgeholt, genau. Oh, die Fließbänder. So. 200 rote Chips. Und 200 Stahl. Und warum machst du keine grünen Ärmchen? Eisenplatten sind da, grüne Chips sind nicht da. Okay, 200 grüne Chips bitte hier rein. Das heißt, jetzt muss ich eigentlich nur warten. Und irgendwann kommen blaue Tränke raus. Okay, das ist schön. Genau so ist das geplant. Hier sind unsere Solarzellen, die nichts machen. Und wie schaut es nachts mit dem Strom aus? Immer noch sehr gut. Wir sind gerade bei 30% Auslastung. Das ist sehr komisch. Ja. Sehr komisch. Aber will ich nicht meckern. Was machen Batterien und Plastik? Nichts. Weil wir kein Öl haben wahrscheinlich. Habt ihr es wieder im Inventar? Nein. Stell mal bitte Eisenplatten. Wir brauchen ganz viele Eisenplatten. Ich hätte ganz gerne viele Rohre. Da haben wir ja auch einen Komplex für. Und den hätte ich gerne das Öl von oben oder unten direkt dahin gebracht. Weil diese Mini-Automatisierung da, die klappt einfach nicht. So, wie viel haben wir hier? Ein Inventar voll. Sehr gut. Motorblöcke brauchen wir nicht. Du nimm bitte davon ein bisschen was. Du nimm bitte die ganzen Pipes und mach daraus Underground Pipes. Das dauert eine Weile. Ist okay. Unten das Öl war fast alle. Oben das Öl. Hatte ich mir überlegt, könnten wir genauso Raffinerien bauen wie unten und das dann in Fässer packen und die Fässer nach unten bringen. Aber jetzt mal im Ernst, das Ding ist noch in unserem Territorium mit drin. Auch wenn wir unser Territorium ja doch recht hoch gesteckt haben. Ne? Ja, dezent. So, nächste Frage. Passt genug Öl gleichzeitig durch ein so ein Ding durch?
Erstmal, wo ist dein Ausgang? Da ist dein Ausgang. Wir brauchen reguläre Rohre. Wo sind, da sind reguläre Rohre. Dein Ausgang oben, oben. Okay. Raus, 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 raus. So, und wenn wir jetzt hier noch einen hinsetzen und da noch einen hinsetzen und ich glaube, das war's. 4 Stück. Sagt die Karte. 4 rosa Punkte. Ja, okay, also die 4. Wenn wir die 4 alle hier an ein Rohr ranpappen, erstmal die Frage, wie viel wird durch das Rohr gleichzeitig durchgepumpt? Reicht das, um das Ding unten durchgehend am Laufen zu halten? Ich denke schon. Nächste Frage, gibt es dadurch Verlust? Also die Dinger haben ja nur begrenzt Öl drin. Wenn die jetzt nicht hier reinpumpen können, aber am Pumpen sind, geht denn hier irgendwas verloren? Das wäre auch nicht so schön. Müsste ich auch im Auge behalten. Du machst bitte noch da. Du machst bitte noch da. So. So. Ihr vier braucht jetzt nur noch Strom. Und Untergrundrohre. Weil wir damit viel besser hier runterkommen und nicht alles verbauen. So, so. So ein Dicken wie in Real Life, ne? Diese riesigen Ölpipelines. Da. Haut das hin? Wie viel haben wir da noch? 39, ja, es haut auf jeden Fall hin. Und das Logistiksystem ist fertig. Sehr schön. Jetzt haben wir die Active Provider Chest und die Requester Chest. Die Requester Chest war, wenn ich das richtig verstanden habe, dafür da, dass wir sagen, in dieser Kiste sollen immer 100 Platten liegen. Und dann werden die dahin gebracht. Und diese 100 Platten können dann verbraucht werden von irgendeinem System. Da müssen wir mal schauen. Und in die Provider-Chest werden halt die Platten reingelegt, die dann später in die Chest reinkommen. Gucken wir uns mal nachher mal an. Logistik-Robot Cargos. 200. Logistik-Robot-Speed. Ich glaube, ich erforsche erstmal das hier. Weil ich hasse lieber, dass sie schneller sind und dann vielleicht ähnlich viel rübergekarrt bekommen in derselben Zeit wie mit dem da. Und das kostet nur ein Viertel. Also research das bitte. Zumal es noch ein Logistikroboter Speed 2 Upgrade gibt. Runter. So, jetzt kommen wir langsam in Gebiete, wo wir auch bauen wollen später. Das ist nicht so gut. Das heißt, wir machen jetzt hier mal keinen Untergrund, sondern machen hier mal einen Knick. Gehen dann in den Untergrund. Das müssen wir später eventuell alles umbauen, aber mal gucken. So. Und dann können wir hier irgendwo runter. Runter, raus, knick. Knick, knick. Runter. Und einfach jetzt zur Ölraffinerie direkt. Das könnte ein bisschen nervig sein, da später alles auseinander zu friemeln, aber das ist nicht mein Problem. Damit darf sich der Giro in der Zukunft auseinandersetzen. Du, da. So, wir wollen an das Rohr da ran. Dann mach hier bitte einen Knick. So, dann geh einmal unter das Fließband dadurch. Komm da hinten raus. Und geh da ran. So, das heißt, es kommt ganz von oben hier runter, wird erstmal in dem Tank eingelagert und nach dem Tank wird es dann hierhin verteilt. Klingt soweit gut. Also, Strom. Davon brauchen wir mehr, viel mehr. Dann müssen wir das System einmal komplett nach ganz oben durch. Am besten hier an den Pipelines lang verlegen. Oh, das geht ganz gut auf. Das wäre jetzt doof gewesen, wenn es genau auf der gleichen Höhe wäre wie das Muster, ne? Hätten wir das alles neu machen müssen. Ja, da hätte ich auch, glaube ich, keine Probleme mit gehabt. Licht vielleicht noch. Haben wir noch Licht über? Licht. Ah, da kamen die Eisenstangen immer her. Ich habe mich schon gewundert, wobei die produziert werden. Ich hatte jetzt schon ein, zwei Mal Eisenstangen im Inventar und habe die dann bei der Spielerinventarkiste unten aussortiert. Aber ich hatte keine Ahnung, wo die herkommen. Bei Lampen? Also
wenn das Straßenlaternen sind, ja, aber die sehen so aus, wenn sie auf dem Boden irgendwie, ne? Vier Scheinwerfer auf dem Boden, die brauchen nicht wirklich Stangen. Egal, also weiter nach oben. Oben, oben, und da sind wir schon gleich. Da. Oh, das geht sogar auf. Fast. Das da ist falsch. Aber na gut. Machen wir hier halt einen so einen Krüppelpfosten hin. Und alle arbeiten. Mehr Licht. Da. Da, da. So, genug Licht. Das Ding hat 0,1, 0,3, 0,4, 0,1. Ja, das wird sowas von schnell abgepumpt. Das geht gar nicht. Ich will gar nicht wissen, wie viele von den Pumpjacks man gleichzeitig laufen haben muss, damit ein Rohr voll ausgelastet ist. Sehr krass. Okay, gucken wir mal unten an, was ankommt. Oder wie viel ankommt. Wie viel die Raffinerien machen und wie viel Plastik hergestellt wird. Weil das ist echt wichtig mit dem Plastik jetzt gerade. Also Plastik und Batterien. Wofür wir halt das Schwefel brauchen, um Schwefelsäure zu machen und so weiter. Hier sieht es schon mal lebendig aus. Flammen sind durchgehend am Brodeln. Tank füllt sich. Beständig. Ein und oh. Und entleert sich auch beständig. War kurzzeitig auf 36. Kurzzeitig auf 40. Kurzzeitig auf 43. Also es steigt. Es geht immer hoch und runter, aber generell geht es hoch. Goodie. Also Öl hätten wir auch. Dementsprechend haben wir auch mehr Plastik und mehr Batterien. Ich hätte gerne Pew Pew Tower. 5 Stück. Und ich hätte gerne mehr Batterien. 16 Stück. Das ist so wenig. Mehr Tower und Mauern. Na gut, da werden wir einfach warten müssen. Was haben wir noch? Also Türme kann ich gleich setzen. Die paar, die wir da haben. Geschwindigkeitsmodule. Warum kommt hier kein Eisen mehr an? Wollten wir das Eisen nicht da anschließen? Hat der Gerogon in der Vergangenheit da was anderes gesagt? Bin verwirrt. Guck mal. Oh. Da lang, da lang, da lang. Ja, auf Sweeper drauf. So, so. So. Jetzt stellst du schön Zahnräder her. Das meiste wird eh wegsortiert. Das passt schon. Ich war hier sehr optimistisch mit den Greifarmen, ne? Ja, sehr, sehr optimistisch. Da kommt nichts mehr durch. Ich habe keine Ahnung, wie. Warte mal, ich mach mal den weg, den weg, den weg. Das heißt, die Greifarme hier sammeln Eisenplatten ein, falls ich mal als Spieler Eisenplatten brauche und der Rest kommt durch. Die können auch eingesackt werden. Okay. Hier müsste auf dem inneren Fließband, also eh durchgehend Eisenplatten. Ich hätte ganz gerne eine Stahlversorgung. Das wird hier wuselig. Ich hätte gerne, dass hier durchgehend auch Eisenplatten ankommen, weil wir brauchen immer wieder Stahl. Und das ganze Holz im Inventar kann man weg. So, das auch, das auch. Das ist kurzzeitig jetzt eine Müllkiste. Ist nicht schlimm. 11 Lasertürme. Das ist schon mal ein guter Anfang. Batterien trudeln auch gut rein. Sehr schön. Solarzellen und Akkus. Keine Flying Robot Frames. Wo sind die Akkus? Da. Die brauchen die Batterien. Du. Da. Akkus. Einfach weiter nach oben verlängern. Britzel, britzel, britzel. So.
Solarzellen brauchen Chips primär. Stahl haben wir noch, Kupferplatten haben wir noch. Ja, 15 grüne Chips. Das ist krass. So, wie schaut es jetzt hier aus? Es wurden wohl blaue Tränke hergestellt, aber nicht genug. Du brauchst also auch wieder grüne Chips. Und du brauchst Eisenplatten. Ganz viele Eisenplatten, das sind nur 5. Na, na, na. Also ich muss gestehen, wie viele vorausgesagt haben, es ist doof, wenn man die Sachen nicht untereinander verbindet. Also so wie ich meine erste Welt gebaut hatte, die ich euch gezeigt hatte, mit den Fließbändern, wo alles von abgeht, das läuft wesentlich besser als das hier. Wesentlich, wesentlich besser. Das heißt, wir müssten es jetzt hinbekommen, dass das Eisen automatisch verteilt wird auf die Sachen, die es braucht. Es ist so viel Arbeit, das alles umzubauen. Nee, das mache ich nicht in dieser Welt. Ich werde jetzt das Ganze weiterhin versuchen, mit den Robotern anzufangen. Ups. Dafür brauchen wir erstmal mehr Roboports. Mehr Roboports. Da. Ich werde es versuchen, mit den Robotern ein bisschen zu regeln. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so gut laufen wird wie sonst. Dann werden wir weiter im Content machen, bis wir das Gröbste durch haben. Und dann fangen wir eine neue Welt an mit Mods, also mit Dietech primär. Und dann können wir das Ganze so aufbauen, dass es von vornherein wesentlich flüssiger abläuft. Also in der Welt, die ich euch jetzt schon gezeigt hatte. So ähnlich. Roboport, da. Wir brauchen eine durchgehende orange Abdeckung. Also wir müssten hier den Roboport hinbauen. Ja, das geht nicht. Er ist ziemlich breit. Jawohl, hier müsste ja auch reichen. Ja.